Einmal im Jahr gibt es die Möglichkeit für Jugendliche, selbst eine Oper zu entwickeln. Wir stellen ihnen die Oper vor und erarbeiten mit ihnen dann eine eigene Geschichte auf Basis dieser Oper. Die Idee für die Jugendoper ist daraus entstanden, dass die Jugendlichen einfach selber was gestalten wollten und selber auf der Bühne stehen wollten. Das Singen ist eigentlich was wir von Kind an können, es nur nicht tun. Singen ist was für uns irgendwann unnatürlich wird. Was ich versuche, ist wieder zurück zu dieser Natürlichkeit zu finden. Sehr gut. Ich liebe es einfach. Es ist einfach von Anfang an war es einfach extrem intensiv und extrem anders. Am Anfang haben wir praktisch nur trocken gemacht. Ja, die einzelnen Stimmen, wie gehen die Töne. Ein Takt hat 4 Schläge. 1, 2, 3, 4. Weil ich ja gar keine Erfahrung habe mit sowas, war das eigentlich wirklich super cool. Nur auf La, La, La. Die größte Herausforderung ist doch, aus dem Originalstück Sachen zu filtern, die machbar sind und sie dann auch so umzusetzen, dass sie künstlerisch befriedigend sind. Anspruch ist schon, dass jeder, der dabei ist, auch mitsingt. Weil wenn man Oper macht, dann muss man singen. In der ersten Phase des Projektes ist meine Aufgabe, bei den Wochenendworkshops die Improvisationen zu leiten. Wichtig fürs Theater ist eben auch Bilder zu haben. Dass ihr, wenn ihr hier aufmacht, ist es nicht nur das. Ich mache immer ein körperliches Warm-up und das ist geprägt vor allem auch aus Übungen, die aus dem Qigong kommen. Und gibt alles aus dem Körper raus. Wichtig ist, dass es darum geht, dass der Körper sich lockert und man über diese Lockerung des Körpers in etwas, also in das freiere Spiel kommen kann. Die eine Gruppe ist die Gruppe Lass es bleiben und die andere Gruppe ist die Gruppe Schick lieber mich tief in die Hölle hinein. Wir beginnen im Oktober mit einer sehr freien Phase. Das heißt, die Jugendlichen haben wirklich die Möglichkeit, ganz frei zu improvisieren. Schick lieber mich hier tief in die Hölle hinein. Willkommen. Macht euch immer weniger Gedanken darum, ob das gut oder schlecht ist. Weil es geht wirklich darum, dass ihr diese Oper, diese Geschichte, diese Handlung euch ergreift und euren Platz darin mitfindet. Ich will ihn nicht heiraten. Ich werde ihn nicht heiraten. Wir geben Themen oder immer wieder Themenblöcke vor. Diskutieren darüber. Ich will von jedem kurz ein paar Stichworte, was ihr euch zur Ehe vorstellt. Der erste Schritt vom Kinderkriegen. Oder der erste Schritt nach dem Kinderkriegen. Wenn ich an Ehe denke, denke ich an eine lange, lange Zeit. Wenn man nicht mehr weiß, was man sonst machen soll. Und wenn man dann sich scheiden lässt und nochmal heiratet. Das ist immer so aufwendig. Was überraschend war, war, dass die Jugendlichen nicht wahnsinnig viel mit Heiraten anfangen konnten. Und trotzdem natürlich ist es für Jugendliche wahnsinnig interessant, welche Arten von Beziehungen man führen kann. Und das war dann unser grundsätzliches Thema, das wir dann auch auf die Bühne gebracht haben. Du Fäustbar! Was? Du Fäustbar! Was? Wie heißt du? Okay.
wichtig sind immer die Feedbackrunden, auch nach jedem gemeinsamen Tag, nach jedem Wochenende, um herauszufinden, was wirklich mit den Jugendlichen passiert. Also was ich jetzt hier erlebt habe, das war echt cool. Und ich muss sagen, ich finde einfach diese Improvisationen sehr, sehr wichtig, weil man am Anfang einfach nur dieses Ausprobieren, dieses einfach mal was machen, ohne lang zu überlegen. Von Beginn bis zur Premiere wird zu meiner Aufgabe auch Schauspieltraining. Da ist mir besonders wichtig, sie dahin anzuleiten, dass sie da einen Geschmack davon bekommen, was Präsenz ist. Präsenz hat ja damit zu tun, im Augenblick zu sein. Ich sehe meine Aufgabe darin, den Jugendlichen so weit eine Hilfestellung zu leisten, dass sie solche Momente erfahren können. Diese ganzen Improvisationen bzw. unsere Arbeit ist auch sehr persönlich, geht auch sehr in die Substanz der Jugendlichen. Das heißt, die trauen sich so wahnsinnig viel von sich zu zeigen und es ist wichtig, dass das in der Gruppe stabil wieder aufgefangen wird. Du siehst aber gut aus. Ach, danke schön, danke schön. Ich habe heute eine neue Frisur, hast du das gesehen? Ja, sicher habe ich das gesehen, eine neue Frisur. Schön, wir sind verliebt. Willst du meine Frau werden? Das kommt so schnell. Ich habe das jetzt nicht erwartet. Nein, nein, wirklich. Ja, ja, ja. Was anderes habe ich mir auch nicht erwartet. Was uns ganz wichtig ist, dass es in dieser Gruppe eine sehr, sehr hohe Wertschätzung gibt. Das heißt, jeder darf einfach mal sein, darf das bringen, was er gerne bringen möchte, darf ausreden, darf Ideen äußern, Vorschläge äußern. Es wird alles angenommen, diskutiert und es wird nicht von vornherein bewertet. Mein letztes Hemd hier, bitte nehmt es! Da habt ihr's! Aber lasst euch eins gesagt sein! Ich gebe nicht auf! Und dann hatten wir parallel zu den Workshops oben ein Vorsingen, wo wir, das heißt vor allem Generosa und ich, uns die einzelnen Jugendlichen angehört haben. Wie sie rhythmisch sind, wie sie musikalisch sind, ob sie eine schöne Stimme haben, ob sie vielleicht eine interessante Stimme haben. Vielen Dank, dass sich alle getraut haben zu singen. Und keine Angst, dass jetzt irgendwas festgelegt wird. Wir werden alles noch gemeinsam kombinieren mit Gesang, Szene. Es ist erst der dritte Tag und wir verstehen uns schon alle auch gut. Man kriegt selber mit, wie man in jedem Tag, den man hier ist, so viel mehr lernt und weiterkommt und auch an sich selbst arbeitet. Und ich finde das ganz toll. Dann haben die ersten Chorproben angefangen. Es fängt alles an mit einem Einsingen, damit man die Stimme aufwärmt. Sopran, Alt und Herren. Dann bei den ersten Proben muss man einfach mal die Noten lernen und den Text lernen. Wir. Genau, und jetzt ist es noch dazu, dass man im Französischen auf der Bühne immer das R rollt. Also perfekt. Also das machen wir natürlich, machen wir es auf Französisch, wenn das so gut geht. Wenn sie es dann halbwegs können und die Töne halbwegs beherrschen, dann muss man es einfach singen. Dann muss man es einfach immer wieder singen, um es in den Körper reinzubekommen. Entwickeln und machen, wird mit aufgegriffen und eingebaut. Es hat immer angefangen mit geht durch den Raum. Irgendwann sind dann halt Begegnungen entstanden zwischen Leuten und irgendwann wurden aus Begegnungen dann Gesten. Und das ist eine super Grundlage für das, was ja heute auch schon gefallen ist, nämlich für eine Rolle, die ihr dann innerhalb der nächsten Wochenenden entwickelt. Jetzt macht das, was passiert, noch deutlicher.
Ich habe gemerkt, dass schon nur das Gehen und das Stehen so viel erzählen kann. Wenn man zum Beispiel mit einer Person zusammenstößt, dann bleibt man einfach mal stehen und schaut sich gegenseitig an. Ich habe immer gewartet, ob der andere jetzt weggeht oder nicht. Und eigentlich diese Spannung einfach nur anschauen und wie lange das geht, sich einfach nur anzuschauen, ist auch unglaublich. Wir haben ein Thema. Liebe, keine Überraschungen am schönsten Tag Ihres Lebens. Ich muss was mit euch bereden. Was? Ich habe mir überlegt, Sie zu heiraten. Ich denke, es ist zu früh. Zu früh? Ja, wir sind seit 4 Jahren zusammen. Besser später die richtige, als zu früh die falsche. Ich verstehe das nicht, das ist die richtige. Ja, wir haben schon ganz viele tolle Ideen, ja. Und Döfe, gefüllte Eier mit Tomaten. Also auch wenn wir jetzt uns immer von der Geschichte entfernt haben, kommen wir langsam wieder so ein bisschen zur Oper und zum Stoff zurück. In diesem Jahr haben wir auch mit jedem der Jugendlichen zu Anfang, also schon ab November, Dezember Einzelstunden gemacht. Einfach um sie erstens auch besser kennenzulernen und um mehr herauszufiltern, was könnten die jetzt wirklich machen auf der Bühne, was sind die genauen Stärken. Ehevertrag? Beatrice will Benedikt nicht heiraten. Benedikt will Beatrice auch nicht heiraten. Es gibt Zwillinge, Max und Moritz. Ich bin Max. Ist Max? Ja. Und wer ist Moritz? Auch ich. Dann gibt es noch viele Nonnen. Ganz wichtig war auch der regelmäßige Austausch. Das heißt, wir haben uns zwischen allen Wochenenden und zwischen allen Probenphasen immer wieder zusammengesetzt und überlegt, was brauchen wir noch musikalisch, was brauchen wir noch szenisch, wo gibt es eine Lücke. Also ich habe die Jugendlichen stimmbildnerisch betreut. Das heißt, ich habe mir ihre Stimmen angehört und habe dann mit jedem auf jeden Fall einzeln gearbeitet. Je mehr du mit dem Körper arbeitest, umso weniger wirst du es in der Stimme, also hier, spüren. Ja? Wo. Ja, yeah, jetzt hast du es aber. Wui. Nee. Sehr gut, sehr gut. Okay. Genau. Für mich geht es sehr viel über das Selbstbewusstsein stärken und über das Vertrauen, dass ich ja doch richtig singe und dass ich diesen tiefen Ton und diesen hohen Ton und diese Phrase und was auch immer, dass ich das singen kann. Wir sammeln weiterhin Einzelszenen, das werden wir dann nächste Woche hauptsächlich machen. Es geht darum, in Kontakt mit euch zu sein und mitzukriegen, wo sind die anderen. Okay? Und auf die Begegnungen zu achten. Du wirst heute heiraten. Es ist der schönste Tag deines Lebens. Wieso ist das der schönste Tag? Dass man von jetzt an ewig mit diesem einen Menschen zusammenbleiben wird. Eben. Ewig. Wir haben uns eigentlich gedacht, man könnte dieses Gehen immer wieder als verbindendes Element verwenden in unserem Stück. Ihr habt die Einladung zur Hochzeit bereits bekommen. Und was? Die sollen jetzt heiraten? Ernsthaft? Die? Nein. Hey, du. Alle gehen nur Adrian spielen. Hast du mich? Und Fritz Lorenz. Abflaut und lasse sie aufstehen und durch den Raum gehen, weil dadurch, dass sie körperlich aktiv werden, wird auch der Kopf wieder reanimiert. Mourez, tendre époux!
es natürlich in der Abstimmung mit Raphael darum, wer was singt, wer welche Rolle verkörpert, welches Musikstück dazu passt, inwieweit man das Musikstück transformieren muss zum Beispiel, dass man es tiefer setzt, kürzt, höher setzt. Nicht so schnell. Mhm. Wenn wir sagen, wir machen es in F-Dur und du sagst mir einfach, in welchem Bereich es für die jeweiligen Sänger angenehm ist, dann kann man das entsprechend machen. Im November haben wir angefangen, ein Vorspiel zu machen. Da war ich als Korrepetitor tätig, das heißt, ich habe die Leute begleitet am Klavier, was auch den Vorteil hat, dass ich durch die Begleitung sofort auch sehe, wie flexibel sind die Leute? Wie sehr können sie auch darauf eingehen, wenn ich mal ein bisschen was anders mache am Klavier? In der Oper begleitet man immer die Bühne. Und da muss man viel flexibler sein im Orchester und da muss man sofort umschalten können.